Das Nette ist jetzt, dass sich die Wiederholungsoperatoren aus dem letzten Clip auch für Sequenzen innerhalb eines Wortes einsetzen lassen. Also schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel an, auch zur Illustration, worin sich diese beiden Operatoren sehr unterscheiden. Angenommen, ich möchte Adjektive finden, die mit -on beginnen und mit -ibel enden. Und abgesehen von sehr häufigen Wörtern, die einem da so in den Sinn kommen, wie zum Beispiel unbelievable oder uncomfortable, weiß ich natürlich nicht, wie lange oder kurz die Distanz zwischen Präfix und Suffix ist. Es stehen uns also zwei prinzipielle Möglichkeiten zur Verfügung und beginnen wir mit der Plus-Variante. Also un. Plus, was ja heißt, finde Strings, die mit un beginnen, gefolgt von einem x-beliebigen Zeichen, welches ein- oder mehrmal vorkommen kann, gefolgt von öbel, weil wir ja am Ende des Wortes das Suffix haben wollen. Das gibt uns dann 552 Treffer. Die Variante mit den Sternchen, die gebe ich hier nochmal neu ein. Also un. Sternchen A, B, L, E. Die gibt uns sogar 740 Treffer. Warum? Ja, schauen wir uns die Ergebnisse genauer an. Und da sind die ersten beiden Treffer unavoidable, der dritte unable, dann uncharitable, unshakable und so weiter. Scrollen wir runter, sehen wir sogar ziemlich viele Treffer für unable. Es könnte also durchaus sein, dass unable, was sehr häufig zu sein scheint, für die fast 200 zusätzlichen Treffer verantwortlich ist. Um das zu prüfen, rufen wir die vorvorletzte Anfrage nochmal auf, also die mit dem Plus, die uns nur 552 Treffer gefunden hat. Und in dieser Ergebnisliste scheint unable zu fehlen. Das wird also offenbar nicht gefunden, wenn wir als Wiederholungsoperator das Plus verwenden. Warum? Naja, unable besteht nur aus den Zeichen, die wir in beiden Anfragen direkt als konkrete Buchstaben eingegeben haben. Hat also un am Anfang und able am Ende. Aber eben nichts dazwischen. Das heißt, eine Suchanfrage, die zwischen Präfix und Suffix mindestens ein weiteres Zeichen verlangt, kann unable gar nicht matchen. Und das ist also genau der Fall bei der Variante mit dem Plus. Beim Sternchen hingegen kann ein x-beliebiges Zeichen dazwischen stehen, muss es aber nicht. Und deshalb kann damit auch unable gefunden werden. Der Unterschied zwischen Plus und Sternchen wirkt auf den ersten Blick meist nur minimal, kann aber offenbar große Auswirkungen haben. Es gibt da auch kein besser oder schlechter. Es kommt natürlich darauf an, ob ich unable in der Menge meine Ergebnisse haben möchte oder nicht. Das wiederum hängt von meiner Fragestellung ab. Was aber auf jeden Fall genau deshalb immer gilt, formulieren Sie vor der Abfrage, also schon rein konzeptuell, was Sie finden sollten. Und gleichen Sie das immer sehr aufmerksam und kritisch mit dem ab, was Sie auch gefunden haben, um Ihre Anfrage zu evaluieren und dann gegebenenfalls zu verbessern.